Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Crate Opening und ich wünsche euch erstmal einen schönen Start ins Wochenende. Wir haben jetzt Freitag. Ich hoffe, dass ich es heute auch schaffe, das Video rauszubringen. Und wir öffnen heute Oldschool Crates. Das habt ihr entschieden. Wir hatten eine Umfrage beim letzten Opening und es war sehr, sehr knapp. Es waren, glaube ich, 52% oder so waren für Oldschools anstatt halt jede Kiste einmal. Und das machen wir jetzt hier. Übrigens, Dankeschön. Es haben über 200 Leute an der Umfrage teilgenommen bei 900 Klicks. Was halt ziemlich krass ist, ne? Also mehr als jeder fünfte. Und auch wieder Dankeschön für fast 100 Likes. Das ist unglaublich. An der Stelle, wenn ihr noch nicht abonniert haben solltet, abonniert gerne den Kanal. Hier werden öfter Crate Openings kommen. Demnächst auch wieder öfter Streams. Dazu sage ich aber später nochmal kurz was, ne? Und jo, ihr könnt gerne auch wieder runterschreiben, was ihr als nächstes sehen wollt. Welche Kisten wollt ihr. Oh, wollt ihr als nächstes geöffnet sehen? Und gerne auch Begründungen, warum ihr das. Also, welche Kiste, warum ihr. Und warum ihr die halt geöffnet sehen haben wollt. Das ist ein deutscher Satz gewesen, ich glaube schon. Weil letztes Mal haben zum Beispiel einige geschrieben, von wegen, die wollen Halloween-Crates haben oder Overdrive-Kisten, wo ich mir so dachte, wieso? Also, was ist da so krasses drin? Was ihr sehen wollt. Hier sind Looper. Ja, Looper eigentlich, ne? Photon sind auch ganz cool. Und die Black Marks natürlich. Auch ganz nice. Ich muss zugeben, bei den allerersten CC-Crates war ich noch nicht da. Ich bin, glaube ich, bei CC4 bin ich so gerade ins Spiel eingestiegen. Das heißt, die ersten drei Kisten habe ich nicht wirklich mitbekommen. Ich weiß doch, das war eine Zeit, da dachte ich, man kann sich irgendwie die Schlüssel erspielen. Das dachte ich fälschlicherweise mal. Und falls irgendwas mit der Aufnahme nicht stimmen sollte, ne, sag gerne Bescheid, weil ich hatte da gerade ein bisschen mit zu kämpfen. Irgendwie, ich weiß auch nicht, mein Elgato wollte nicht ganz. Ich musste im Endeffekt das Programm deinstallieren und einfach nur neu drauf spielen, ohne die Einstellung irgendwie zu verändern. Und dann hat es funktioniert. Das irgendwie manchmal ist Technik halt echt ein bisschen bescheuert. So, ich habe jetzt, glaube ich, zwei. Das ist jetzt die dritte. Aber naja, ist halt. Oh, Punktematrix, ganz geil. Breakout-Punkte hatte ich damals sogar. Habe ich auch bekommen für den Breakout und habe es halt ziemlich gefeiert. Ich habe mich richtig gefreut. Ich glaube, das Punktematrix und für den X-Devil. Genau, Schlangenhaut, aber der ist jetzt für Dominus hier in der Kiste. Jo, genau. Es ist jetzt in letzter Zeit nicht so viel gekommen, keine Streams. Das liegt daran, dass ich im Moment an einem Bericht für die Uni arbeite. Und ich weiß, ne, das soll jetzt nicht als Entschuldigung oder so klingen, das tut mir trotzdem leid, dass halt nichts gekommen ist, aber ich bin so, vielleicht arbeitet ihr da anders, aber ich bin so der Typ, ich kann mich nicht auf mehrere Sachen so wirklich richtig gut fokussieren, so. Wenn ich zum Beispiel weiß, okay, ich habe einen Bericht oder ich habe irgendwas von der Uni so im Hintergrund, das muss ich machen, dann kann ich nicht gedankenlos einfach losstreamen oder Videos machen. Das kann ich, habe da irgendwie so eine Blockade drin, weil ich mir dann voll den oh mein Gott, geh da runter. Das wäre cool gewesen, Labyrinth. Weil ich dann, wisst ihr, wie ich meine? So, ist das verständlich? Weil ich voll den Druck habe. Dann kann ich nicht befreit streamen. Dann muss ich erst das eine fertig kriegen, bevor ich das andere anfangen kann. So. Das waren jetzt die CC1-Kisten. Wir gucken einfach mal gleich, ob wir jetzt noch eine CC1 oder eine CC3 aufmachen. Je nachdem, wie viel Glück wir gleich bei den CC3 haben. Je nachdem, welche Kiste uns halt besser gesandt ist. Hier natürlich Voltex und Lobos. Und der Aufkleber ist ziemlich geil. Den habe ich zwar schon, aber der ist ziemlich, ziemlich nice. Polygonal habe ich auch, glaube ich, nicht mehr. Geh mal rein. Labyrinth, komm jetzt. Komm jetzt. Das wäre geil. Das sind halt einfach, das ist so geil, so alte Kisten zu öffnen. Das macht schon Spaß. Dragonlord. Das habe ich letztes Mal aus Versehen abgetradet. Geil. Als haben wir den wieder. Schön. Ehrlich, geil. Nice, ey. Ich habe mich richtig geärgert, als ich den abgetradet habe aus Versehen. Das war wirklich aus Versehen so. Ich habe das erst so im Nachhinein, als dann das Rädchen sich gedreht hat beim Uptrade so gesehen. Fuck. Da war mein Dragonlord bei. Nein! Ah, jetzt habe ich den ja wieder. Jetzt habe ich den halt zweimal. Falls ich den nächsten Mal halt wieder uptrade, habe ich den trotzdem nochmal. Wisst ihr? Das Spiel, das mag mich. Dankeschön. Aber wir haben jetzt. Die Quote für Aufkleber war natürlich wieder Premium. Wie viel. Was wird nochmal gesagt? 50 oder 60% Aufkleber? Lüge. Absolut eine Lüge. Ich glaube, wir haben jetzt von 9 Kisten oder von 7, 8 Kisten. Oh, der war auch animiert. Genau, das war die Kiste, wo die Aufkleber animiert waren. Oh, jetzt bin ich rausgegangen. Und tut mir leid an der Stelle, ne? Manchmal zähle ich die Kisten nicht mit und check dann gar nicht mehr, wo ich war. Jetzt ist natürlich schwer, weil ich von den Kisten nicht so viel habe. Aber
Ich glaube, man kann sich nicht beschweren, wenn dann mal eine Kiste mehr geöffnet wird. Geil. Ich glaube, so schlimm ist das dann nicht, ne? Gestreamt. Das nächste Update übrigens an der Stelle. Das will ich hier schon mal ankündigen. Ich werde es nochmal dann als Stream-Ankündigung rausklatschen. Ne? Das Update kommt ja. Ich bin mal gespannt. Ich hoffe, dass die Bugfixes diesmal ganz gut werden. Weil ich habe da halt extrem viele Bugs. Nicht nur ich, sondern auch Magix und so. Und das Spiel macht Spaß wie noch nie, muss ich sagen. Also ich spiele das Spiel im Moment halt echt sehr, sehr krank viel. Aber die Bugs sind halt auch anwesend. Ich weiß nicht, ob es bei euch anders ist, aber ja, ich bin mal gespannt. Das wird dann auf jeden Fall Montag gestreamt. Ich glaube, 18 Uhr ist Season-Ende. Und um 19 Uhr kommt dann das Update. Das streamen wir natürlich auch wieder rein. Wenn alles gut läuft. Ne? Aber ich denke halt schon. Nächste Kiste. Die Troika sind hier in der Kiste drin. Die sind in Painted gar nicht so schlecht. Aber bis jetzt noch kein Highlight. So. Noch nicht irgendwie so von wegen. Ne? Noch gar nichts. So. Wir haben bis jetzt nur Aufkleber bekommen. Das kann nicht das unluckieste Crate Opening sein, das ich je gemacht habe. Das kann nicht sein. Diskothek in Painted. Komm jetzt. Weil wir haben bis jetzt nur Scheiße bekommen. Das will ich nicht schönreden. Das kann man nicht schönreden. Das tut mir immer voll leid für euch so. Weil ich weiß, ich ziehe Scheiße in Kisten. Aber ich will keine Scheiße in Kisten ziehen, weil ich mir dann denke so, eure Zeit ist verloren gegangen durch mich, weil ich Scheiße in Kisten gezogen habe. Ich kann das natürlich mich nicht bestimmen so. Kann ja nicht sagen, so von wegen, ja. Zieh mal geilere Scheiße so. Waren das jetzt zwei? Ich weiß es gar nicht. Oder drei? Ich glaube, ich hatte davon auch 10. Oder? Ich weiß es nicht. Komm. Ja, okay. Schlangenhaut. Es ist schon mal ein. Haben wir bis jetzt einen Import bekommen? Wir haben nicht einen Import bekommen, oder? Wir haben keinen einzigen Import bekommen. Wir haben zwei oder drei Very Rares bekommen. Die Leute, die mich nicht so mögen, die werden sich jetzt freuen. Wenn sie so denken, oh, geil, kriegt der Scheiße. Weil wenn man mich nicht mag, ich hoffe dann nicht, dass man zuschaut, weil dann ist es voll die Zeitverschwendung. Dann da haben wir einen Import. Dankeschön. Habe ich übrigens schon erwähnt, dass wir noch keinen Black Market bekommen haben. Kann jetzt ein Black Market kommen. Wann das? Wir können einmal nachschauen. Das wurde mir letztes Mal übrigens auch als Tipp gegeben. Ey, du kannst doch. Nino, bist du eigentlich dumm? Digga, du kannst doch hier einfach bei am neuesten reinfiltern. Dann siehst du doch die Items, die du bekommen hast. Mann. Ja. Aber nicht alle. Ich sehe ja nicht alle, sondern wenn ich das Item zum Beispiel schon hatte unten, dann ist es halt unten irgendwo. Dann sehe ich das nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jetzt habe ich hier 13 stehen. 13, 3. Das sind 5 aus der Champions Series 3. Das heißt, ich bin mir relativ sicher, dass wir alle haben. Gut. Öffnen jetzt die CC4-Kisten, aus denen natürlich hier FSL in Painted kommen können, Spiralis in Painted kommen können, Sommers in Painted kommen können, der Proton wäre nicht schlecht, ich glaube, den habe ich nicht mehr. Und bitte, komm jetzt, irgendwas Gutes so. Das kann doch nicht sein, wir brauchen irgendwas Nices, damit sich eure Zeit gelohnt hat. Ich hoffe, sie hat euch sich natürlich auch so gelohnt, ne? So, Verzerrung, Anfang. Und. Ja, ich hoffe, ihr habt ein schönes Wochenende, ne? Ich hoffe, dass ich heute dieses Wochenende. Ich habe jetzt voll oft ich hoffe gesagt. Aber was sagt man sonst? Das ist ein Synonym für hoffen. Egal. Ich hoffe, dass ich schaffen kann, dieses Wochenende noch einmal zu streamen, bevor das große Update kommt. Ansonsten halt Montag, wie gesagt. Und falls dann jemand dabei sein will, dann gerne, ne? Da ist immer jeder gerne erwünscht. Ich werde dann vorhin eine Benachrichtigung reintun, damit ihr das nicht verpasst, falls ihr es nicht verpassen wollt. Ich glaube, sind das normale? Ja, ne? Es müssen normale sein. Ja, sind normale, okay. Ich dachte schon kurz, ey, in Leim. Ich versuche im Moment alle Leim auf, also alle Leim-Items zu sammeln, die ich halt finden kann. Das ist halt eine ganz schöne Menge. Und, boah, da waren jetzt viele Black Markets. Non-Black Market. Und wir kriegen einen Wildfire. Hau rein. Das waren wirklich drei oder vier Black Markets. Und wir kriegen den. Zwei CC4. Zwei Chancen, also beziehungsweise drei Chancen. Danach öffnen wir noch eine CC3 oder so. Ich weiß es nicht. Aber zwei Gizmo. Was ist ein Gizmo? Was ist das für ein Auto? Ach du Scheiße, wer fährt den? Habe ich den überhaupt? Ist der in einem DLC drin? Vielleicht ist wieder jemand getriggert, von wegen, dass er den Gizmo fährt und dass er richtig beleidigt ist jetzt. Nein, ich glaube, den fährt doch kein Mensch, oder? Außer jetzt so ein Meme zu sein, so.
Oh, ja, okay. Ist jetzt kein Banger gewesen. Es waren jetzt echt 19 Kisten bis jetzt. Scheiße, wenn man mal ehrlich ist. So, das waren auf keinen Fall 20 Keys wert. Aber ich meine, ein bisschen Oldschool-Feeling, ne? Jetzt schauen wir mal. Diskothek, Troika sind hier drin und hier sind Chakrams und Lupa. Das ist eine schwierige Entscheidung. Wir öffnen einfach beide einmal, würde ich sagen. Also, ne? Dann brauchen wir uns nicht entscheiden, sondern wir können einfach beide öffnen. Das ist viel schlauer. Ich kann mich nicht entscheiden. Am Ende ist noch niemand enttäuscht, aber ich wollte mit. Das ist Leim! Oder Saffron! Oder Leim! Das ist Leim! Nein, ich hab die aber letztes Mal mir erst gekauft. What? Nein! What the fuck? Jetzt zum Schluss nochmal gerettet. Oh, ich bin so happy, ne? Dass das nicht ein kompletter Reinfall war. Ich bin so happy, die verlosen wir, ne? Die verlosen wir an euch. Ach du Scheiße. Oh, die werden verlost, die werden ganz bestimmt verlost. Dann habt ihr wenigstens, wisst ihr so, die ersten, das waren in 10 Minuten Scheiße. Das letzte Item, was gut ist, kriegt ihr dann halt. Da habt ihr was davon. Und jetzt habe ich gesagt, dass ich Black Markets sammle. Ich brauche unbedingt ein paar Black Markets und da ist ein Takumi. Gerade. Hätte ja sein können. Ich dachte kurz erst von der Farbe her so, das was dunkel ist, geil. Black Market. Oh. Scheiß. Wieder die Diskothek. Bei den goldenen Eiern war es genauso, dass bei der letzten, ich glaube bei den letzten Kisten oder bei der letzten vielleicht sogar, dass halt Painted Discotheques rausgekommen sind, die das so ein bisschen rausgerettet haben. Ich habe echt das Gefühl, die Discotheques mögen mich. An der Stelle kann natürlich dann jemand an der PlayStation leider nur, weil ich an der PlayStation zocke, wie immer. Ja. Wird sich auch in nächster Zeit, glaube ich, nicht ändern. Dann ein paar der Discotheques gewinnen. Und reinschreiben müsst ihr Disco Hashtag Party. Nein, hatten wir schon. Hashtag. Was müsst ihr reinschreiben? Hashtag Disco. Ich bin richtig einfallsreich. Hashtag Disco. Schreibt das rein. Eine Woche lang Zeit. Je nach, ne, es kann manchmal sein, dass es ein bisschen länger dauert als eine Woche, wenn ich das halt nicht schaffe. Oder vom Stress, wie jetzt die Auflösung. Also die letzte Auflösung kommt auch noch, die kommt dann morgen. Und die von dem Video jetzt hier, also die Discotheques, kommen dann halt in einer Woche irgendwann, ne? Keine Angst, die Auflösungen kommen. Ich wünsche jedem von euch viel Glück. Logischerweise kann nur einer wieder gewinnen. Das ist ein bisschen doof an der Stelle, aber naja. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende, ein Wochenende. Und keine Ahnung, viel Spaß, was auch immer ihr macht. Tschüss, dann bis vielleicht spätestens Montag dann, ne? Haut rein.